Philipp, Mo und Julia, Kata, Tonne, Eberhard, DJ, Rocky, Lilly, Spy, Nico, alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress, ich will nach Hause. Pausenchecker, Chaos, Pflicht, noch mehr Spaß, was willst du nicht? Wird denn echt sowas von ätzend? Wir gehen jedem Missrenz bei zum Direktor und erzählt ihm alles. Was hat er denn diesmal wieder erzählt? Naja, ich war doch gestern 2 Minuten zu spät in Geschichte, nur weil ich länger auf dem Klo war. Ich meine, ich renne doch auch nicht rum und erzähle jedem, dass er keine Ahnung von Mathe hat und dass er ohne seinen super Geheimspickzettel gestern durch die Arbeit gefallen wäre. Er hat einen super Geheimspickzettel? Wusstest du das gar nicht? Ich glaube, das wusste keiner außer dir. Na, ich erzähl doch keinem. Denkst du, es würde jemand interessieren? Nein, sicher nicht. Ich finde, Spy hat's verdient, wenn wir ihn zur Abwechslung mal so richtig dran kriegen würden. Bist du denn auch sauer auf ihn? Aber hallo, er hat mich beim Direktor wegen öffentlicher Belästigung angeschwärzt, nur weil ich meine Socken seit einer Woche nicht gewechselt habe. Ah, wie bist du denn drauf? Wenn Spy jetzt gesagt hätte, hätten sie spätestens morgen deine Schuhe gemeldet. Hilfe, Mo, wir ersticken, komm, rette uns. Vielleicht wollte Spy ja nur deinen Schuhen das Leben retten. Ach, geht's um Spy? Der hat uns doch letztens verpfiffen, weil wir uns bei der Klassenfahrt für 1 Stunde abgesetzt hatten. Oder waren es 1,5 Stunden? Jedenfalls, die Zeit vergeht einfach manchmal wie im Flug, wenn man... So, nu ist auch wieder gut, DJ. Das Einzige, was wir tun können, ist die Klappe halten, wenn Spy aufkreuzt. Wenn wir nichts reden, hat er auch nichts zu verpetzen. Ja, super Idee. Dann ist DJ wenigstens mal ruhig. Oje, ich weiß aber nicht, wie lange ich das durchhalte. Im Kindergarten hatte ich schon dasselbe Problem. Immer wenn wir ganz still sein sollten, dann konnte ich nicht anders, sondern musste ich einfach losplappern. Und dann hat mir die Kindergärtnerin... Spy kommt. Hallo, Leute. Na, gibt's was Neues? Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass es nichts zu erzählen gibt. Wie jetzt? Ist heute noch gar nichts Aufregendes passiert? Ihr wisst schon, was ich meine. Keiner von euch hat auch nur ein bisschen was angestellt. Ich kann nicht länger schweigen. Ich weiß, ich habe gerade das Pausenbrot geklaut. Aber doch nur, weil, also ich musste auf die Toilette und da war besetzt. Und dann habe ich gewartet. Und dann stand da ihr Rucksack, weil sie war ja gerade auf dem Klo. Und dann habe ich, kennt ihr das denn nicht, wenn ihr total genervt seid, weil das Klo mal wieder besetzt ist? DJ! Also schlecht finde ich sie eigentlich nicht, nur die anderen, die sind irgendwie besser. Diese fluffigen Wolken, die sind einfach schöner. Oder wenn ein Flugzeug am Himmel Streifen macht und die Sonne geht gerade unter. Ich glaub's ja nicht. Du redest auch, wenn du alleine bist? Oh ja, natürlich, dann kann ich mir... Na gut, aus. 5 Sekunden Sendepause. Also, wir haben uns nämlich überlegt, wie wir Spy ans Rein bilden können. Dafür brauchen wir aber deine Hilfe. Also, du müsstest nämlich... Puh, endlich, die 5 Sekunden sind vorbei. DJ, aus. 1 Minute ab jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, richtig, okay. Also du müsstest so tun, als wärst du eine Wahrsagerin, okay? Und dann legst du Flip diese Karten hier und sagst ihm die Zukunft voraus. Und zwar so, dass Spy es hören kann. Oh, aber wenn ich jetzt... DJ aus, die Minute ist noch nicht um. Also und dann sagst du zu Flip... Ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt endlich was sagen. Und zwar, als ich klein war, da wollte ich unbedingt Wahrsagerin werden und den Leuten die Karten legen. Ist das nicht witzig? Denn ich meine, die Vergangenheit, die war ja schon. Und die Gegenwart, das ist ja jetzt. Und die Zukunft, die will man dann noch wissen, oder? Du, Mo, hoffentlich hat irgendein Berufsberater Mitleid mit der Menschheit und verschafft dir einen Job als Pantomime. Dann wäre sie die erste sprechende Pantomime in der Welt. Und außerdem finde ich, es sollte einen Joker geben. Also bei jedem Kartenspiel gibt es doch einen Joker, oder? Naja, vielleicht nicht beim Skat und auch nicht bei 17 und 4 oder Romy. Vielleicht ist die Idee mit dem Joker doch nicht so gut. DJ aus, Spy kommt. Oh Mann, DJ, also dass du die Zukunft voraussagen kannst. Ich bin ja total beeindruckt. Kannst du meine voraussagen? Oder nee, besser die von Mo. Das ist bestimmt lustiger. Okay, also ich sehe Mo. Nein. Er wird zu uns kommen. Aber er wird über seine Schnürsenkel stolpern. Und was wird er sagen? Mo wird sagen, ey, hi ihr, kann ich was von eurem Pausenbrot haben? Ich habe meins heute zu Hause vergessen. Weil Mo steht doch immer viel zu spät auf und dann hat er gar keine Zeit mehr, sich richtig zu waschen. Und dann ist er immer so verpennt, dass er alles vergisst. DJ, und dann... aus. Es reicht. Ah, ey, hi ihr. Kann ich was von eurem Pausenbrot haben? Ich habe meins heute Morgen vergessen. Oh, oh, das ist ja der Wahnsinn. Was denn? DJ kann die Zukunft voraussagen. Oh, wirklich? Dann sag uns doch mal was gleich... Dann sag uns doch mal, was gleich in Mathe passiert. Okay, also mal sehen. Schließlich lügen die Karten ja nie. Mathe, ah, hier ist es. Der Lehrer wird demjenigen, der sich freiwillig zu einer mündlichen Prüfung meldet, eine 1 geben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Wow. Und ich sehe sogar, wer die 1 bekommt. Sein Name. Es ist ein ganz kurzes Wort, nur 3 Buchstaben. Es fängt an mit... Oh, mit einem S. Oh. Jawohl!
Ja, es hat geklappt. Super, DJ. Oh, danke. Mein Gott, das war jetzt ganz schön anstrengend. Weil wisst ihr, die ganze Zeit sind mir irgendwelche Sachen eingefallen. Und die musste ich doch da unbedingt sagen. Aber ich habe mir trotzdem genau gemerkt, DJ, aus. Ja, gibt es dabei irgendwie einen Knopf zum Ausschalten oder geht das per Fernbedienung? Und wie er gleich am Anfang der Stunde aufgestanden ist und gesagt hat, ich möchte mich heute gern freiwillig zu einem mündlichen Mathe-Test melden. Und hast du dein Gesicht gesehen, dass der Lehrer gefragt hat und er gar nichts wusste? Du, ich glaube, es war das erste Mal, dass er zu einem Lehrer gar nichts gesagt hat. Hey Jungs, hört auf zu lachen. Die Sache ist ernster, als wir dachten. Obwohl, vielleicht macht es ja auch Sinn, in ernsten Situationen zu lachen. Andererseits ist diese Geschichte für uns so ernst, was, dass wir... Was ist? Naja, also Spy hat mir eben gesteckt, dass... Was denn? Spy hat jemand was gesteckt? Unglaublich. Das wirklich Unglaubliche daran ist, dass DJ ihn hat ausreden lassen. Hey, klar habe ich ihn ausreden lassen, weil das, was er zu sagen hatte, das war nicht besonders schön. Also für uns nicht besonders schön. Und deswegen denke ich, es wäre jetzt richtig und angebracht, wenn ich es euch sage. Nämlich ist es, dass wir heute... Moritz Philipp DJ in mein Büro. Sofort. Genau, das wollte ich euch sagen. Der Direktor hat einfach keinen Sinn für Humor. Ja, oder er glaubt einfach nicht an die Kraft der Magie und den Zauber des Übersinnlichen. Das kann ich gar nicht verstehen, weil nämlich als ich klein war, da habe ich an Zauberer und sowas geglaubt. Ehrlich. Also das waren natürlich keine echten Zauberer, sondern solche, ihr wisst schon, die machen Kartentricks und lassen Sachen verschwinden und dann holen sie was hinter deinem Ohr. DJ, aus! Vielleicht läuft sie auf Batterie, dann muss ja irgendwann Schluss sein. Aha, Madame DJ, die falsche Hellseherin und ihre Gehilfen. Ihr denkt wohl, wenn ihr ewig vor euch hinschweigt, kommt ihr aus der Nummer wieder raus. Nein, eigentlich nicht. Wir dachten nur gerade... Tja, wir dachten nur gerade, deine Ähnlichkeit mit einer Jacke, absolut verblüffend. Jacke? Wieso Jacke? Na, du weißt doch, was eine Jacke ist. Kein Mantel, sondern kürzer, zieht man über den Pullover an, wenn's kalt ist. Da fällt mir ein, heute ist ja Schlussverkauf, da könnte ich mir doch mal wieder einen neuen Pullover kaufen. Aus, DJ, Platz! Spy weiß, was eine Jacke ist. Ach so. Und wenn Spy auch weiß, was eine Jacke ist, dann weiß Spy auch, wo eine Jacke hingehört. Okay, schon gut. Ich weiß nicht, ich häng mich selber auf. Ein Himmel am Flugzeug. Entschuldigung, ich hab das gedacht. Oder wenn ein Himmel wieder. Yeah, ganz toll, als wir doch. Ich hab schon nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört.